Das umstrittene Gesetz der britischen Regierung zur einseitigen Änderung der Brexit-Vereinbarungen für Nordirland hat die erste Hürde im Parlament genommen. Die Abgeordneten des britischen Unterhauses stimmten mit 295 zu 221 Stimmen für das Nordirland-Protokollgesetz. Aus Brüssel kamen Proteste. Die EU spricht von einem Bruch internationalen Rechts. Weitere Abstimmungen im Unterhaus werden folgen. Die Debatte hat gezeigt, dass selbst Boris Johnsons konservative Regierungspartei gespalten ist. Dieses Gesetz ist sowohl notwendig als auch legal und die Regierung hat eine Erklärung veröffentlicht, in der das dargelegt wird. Beim Nachdenken über diesen Gesetzesentwurf habe ich mir drei Fragen gestellt. Erstens, halte ich ihn für völkerrechtlich legal? Zweitens, wird er seine Ziele erreichen? Und drittens, wird er das Ansehen des Vereinigten Königreichs in der Welt wahren? Und meine Antwort auf alle drei Fragen lautet nein. Das Nordirland-Protokoll soll verhindern, dass es nach dem Brexit zu einer harten Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland kommt. London ist die Vereinbarung aber ein Dorn im Auge, weil dadurch eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs entstanden ist.